du eine Prognose abgeben dürftest, wie wird das Ost-West-Verhältnis in 10 Jahren sein? Wenn ich eine Prognose abgeben dürfte, also ich würde erstmal sagen, ich hoffe noch besser. Das liegt einerseits daran, dass ich glaube, dass mit jedem Jahr, dass wir länger als wiedervereinigtes Deutschland zusammenleben, es einfach mehr Austausch gibt zwischen Menschen, die verschiedene Bildungs- oder Erwerbsbiografien haben, die von Osten in den Westen ziehen oder andersrum. Und wir einfach auch noch als zweiten Punkt vielleicht, ich sag mal, die kleinen Unterschiede, die es auch noch gibt, das heißt jetzt irgendwie, was weiß ich, bei den Löhnen, bei den Renten noch weiter eben verringert oder vielleicht im besten Fall ganz beseitigt haben. Und ich glaube, das sorgt auch für noch besseres Miteinander. Bin ich dran, genau. Jetzt muss ich dich was fragen. Wann warst du zum ersten Mal im neuen Bundesländer und was ist dir da direkt aufgefallen? Also in den neuen Bundesländern war ich das erste Mal nach dem Mauerfall. Das war Anfang 90 dann und da waren ja Wahlkämpfe schon dort gewesen. Und ich war eingeteilt, weil die hessische CDU, die thüringische CDU unterstützt hat, in Nordhausen. Da war ich noch nie im Leben. Und ich bin da hingekommen mit dem Auto. Das waren ja damals alles noch lange Fahrten gewesen. Da war das mit den Straßen alles noch nicht so wie heute. Und ich kam dahin nach Nordhausen. Das ist eine Kali-Stadt. Und da sind Leute auf der Straße gelaufen. Und ich habe gehalten und habe gefragt, wo geht's denn da zu diesem Kali-Haus, wo die Veranstaltung ist? Da sagt er zu mir, ja, da wollen wir auch hin. Da kommt heute so einer aus dem Westen, der will uns was sagen. Das war das erste Mal, als ich praktisch dann bei so einer Veranstaltung dort war. Welche Auswirkungen hat das Thema Wiedervereinigung auf deine politische Karriere? Ja, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, ich bin natürlich geboren 1989. Insofern war, als ich dann nach Erfurt gekommen bin, meine erste berufliche Station nach der Uni, war nämlich das Thüringische Wirtschaftsministerium. Insofern kann man sagen, da habe ich das ganze Fachwissen erworben, was ich heute im Digitalausschuss einbringe. Und vielleicht ist das ja auch ein Mitgrund, warum ich sag mal, die Leute gewählt haben, weil man Fachmann im Thema ist. Ne? Du hast dich dort wohlgefühlt. Ja, super. Wie hat sich die Wiedervereinigung auf Hessen ausgewirkt? Tja, wie hat sich die Wiedervereinigung auf Hessen ausgewirkt? Die Wiedervereinigung hat sich auf ganz Deutschland ausgewirkt. Und das Zusammenwecken von Ost und West, glaube ich, ist doch ein gutes Beispiel, was uns auch weltweit sehr viele Sympathien gebracht hat, dass wir das hinbekommen haben, einigermaßen. Das ist ganz toll. Die Hessen haben ja Thüringen sehr früh als ihr Partnerland damals rausgedeutet. Und wir waren ja alle von allen Parteien, waren die hessischen Abgeordneten, die hessischen Vertreter, die waren in Thüringen, haben Wahlkämpfe gemacht, die Volkskammerwahl, die Kommunalwahl, die Landtagswahl damals. Und das Verhältnis ist heute nach wie vor sehr gut, das muss man sagen. Auch losgelöst von der politischen Farbe, jetzt mal ganz egal, wer gerade Ministerpräsident ist oder wer gerade regiert, das ist auch egal. Wichtig ist, dass sich diejenigen, die die politischen Mehrheiten haben, die in der Verantwortung sind, dass die sich gut verstehen. Und da hat, glaube ich, Hessen und Thüringen doch eine gute Situation gezeigt. Und man muss natürlich auch sagen, also erst nach der Wiedervereinigung galt so richtig der Spruch, an Hessen führt kein Weg vorbei. Genau. Weil so richtig in der Mitte waren wir ja eigentlich jetzt erst danach. Ja, dann. Alles Gute. Ciao. Glück auf.